Guten Abend und herzlich willkommen zu diesem Webinar. Das Thema des heutigen Webinars lautet Wasseraufbereitung in der Hausinstallation. Und speziell werden wir auf der Uni 8065 von 2019 eingehen. Einen herzlichen Dank an die Firma BWT, die sich zur Verfügung gestellt hat, dieses Webinar zu halten und uns darüber zu informieren, was die wesentlichen Unterschiede dieser Norm sind, was in Zukunft zu beachten ist, die wichtigsten Punkte. Ganz einen herzlichen Dank auch allen, die sich angemeldet haben und damit gezeigt haben, dass das Thema einfach interessant ist und dass wir die richtigen Themen auch anbieten. Wir werden in Zukunft noch weitere Webinare abhalten und auf unserer Homepage kann man auch, auf unserem Portal kann man auch über einen Button eventuelle Schulungsanfragen stellen, falls der ein oder andere Bedarf an anderen Themen vorhanden ist. Ich würde sagen, ich achte eine kleine Sache noch zusätzlich. Ganz unten beim Zoom ist ein Button, wo steht Question and Answer oder Fragen und Antworten, je nachdem, welche Version von Zoom installiert worden ist. Und zwar, wenn man darauf klickt, öffnet sich ein Feld und da kann man eventuelle Fragen stellen. Also das ist absolut anonym. Die Fragen können jederzeit während des Webinars gestellt werden. Wir werden dann darauf eingehen und ja, so schnell wie möglich eine Antwort geben. Das kann jederzeit gemacht werden. Man sieht das nicht. Das sehen nur wir, die Fragen, und wir können die dann vortragen. Bitte einfach Fragen stellen, wenn die Fragen auftauchen, damit nicht alles ganz am Ende bleibt. Es ist vielleicht einfacher und übersichtlicher, wenn die Fragen gleichgestellt werden, wenn sich das Thema ergibt. Ich will es nicht zu lange hier herumsprechen und würde das Wort Ingenieur Lorenz Gruber vom BWT geben und wünsche ein gutes Webinar und dass wir alle viele neue Informationen erhalten. Lorenz, das Wort an dir und danke vielmals inzwischen. Ja, danke, Dieter. Hallo auch von meiner Seite. Ja, Webinar, neue Form. Für mich auch ein bisschen, das ist jetzt, wir haben schon ein, zwei gemacht, aber trotzdem ist immer wieder interessant. Und wie gesagt, Fragen einfach gleich stellen, weil am besten ist, wenn man es dann gleich auf der Slide zeigen kann, wenn noch offene Sachen sind, dann kann man gleich darauf eingehen. Deswegen einfach unten reinschreiben und dann werden wir das gleich bearbeiten. Ich hoffe, ihr versteht mich alle und seht mich. Ja, sehen müsst ihr mich nicht unbedingt, die Präsentation müsst ihr sehen, das ist wichtig. Heute geht es ums Thema Norm Uni 8065. Das heißt, es ist die wichtigste Norm zum Thema Wasser in der Hausinstallation. Ja, also ich bin, ja, haben wir schon gehört, Lorenz Gruber, also ich bin für BWT jetzt seit viereinhalb Jahren aktiv und betreue die Zone Trentino Südtirol, wer mich nicht kennt. Und betreue halt Planer, Kunden, Installateure mit Beratung zum Thema und gehe auch dann an Lokalaugenscheine und Wasseranalysen und alles, was halt dazugehört, mache ich. Ich komme eigentlich aus der technischen Sparte und bin jetzt seit viereinhalb Jahren in der verkaufstechnischen Sparte und natürlich, da gibt es noch einiges zu lernen, aber technisch würde ich sagen, bin ich schon sehr gut drauf. Wer ist BWT? Also ich mache jetzt ein paar einleitende Worte. Wer bin ich? Wer ist BWT? Und dann gehe ich aufs Thema ein. Wer ist BWT? BWT ist natürlich ein großes Unternehmen mit Hauptsitz in der Nähe von Salzburg am Mondsee. Und ist auf der ganzen Welt vertreten und hauptsächlich natürlich in Europa.
Und in Italien hat es den Sitz in Mailand, von wo aus ich eigentlich auch starte. Wo BWT? Überall dort, wo Wasser ist, sagt die Marketingabteilung. Das wäre zu Hause, das heißt Trinkwasser, Spender, Gebäude, Industrie, das ist das, was wir heute sprechen. Das heißt Hausinstallation, Hotel und Gastronomie, Kaffeemaschinen mit Filter, Kaffeegeschmack verfeinern, Schwimmbadtechnik, Pharma- und Biotechnik, das heißt Wasser für Injektionen und so weiter. Also alles, alles ist viel, aber vieles außer Abwasseraufbereitung macht BWT. Ja, okay, ein paar Beispiele, Enthärtungsgeräte oder Brunnenwasseraufbereitung. Das ist ein Beispiel in Süditalien. Das durfte ich machen. Größere Enthärter oder Thermozyklon, wer es kennt. Arsenaufbereitung, Entfernung von Trinkwasser, das ist bei uns da. Oder eben auch so Trinkwassersysteme für Hotels und Private. Das alles kann BWT machen, Schwimmbadtechnik und so weiter. Wie ist BWT in Italien organisiert? Wir haben 47 solche Berater, wie ich es bin, und 560 Servicebetriebe. Circa, ich denke ja, dass ein paar weniger sind, circa 500. Das heißt, sehr kapillar in Italien aufgestellt. BWT, die Marke, wahrscheinlich habt ihr das schon mal gesehen. Hier ist der, denke ich mal, Peter Phil, der fährt zwar nicht mehr, aber das ist in Kitzbühel draußen. Da war BWT stark als Marke vertreten oder auch im Skispringen oder Formel 1 ist BWT als Marke vertreten. Das Rosa kommt natürlich auch von uns. Das ist der ganze Trinkwasser, Magnesiumanreicherung. Das ist alles rosa. Die ganze Hausinstallation ist blau und in Industrie ist grau und so weiter. Wir haben verschiedene Farben. Aber jetzt will ich euch nicht länger langweilen mit Details über unsere Firma, sondern jetzt würde ich aufs Thema eingehen. Und heute geht es um die Norm Uni 8065 von 2019. Also die Norm wurde neu aufgelegt im Juli 2019. Den Final Draft, den hat es schon irgendwann 2018 gegeben und dann hat es noch kleine Änderungen gegeben. Und die Vorgängerversion ist von 1989, also über 30 Jahre. Ich würde sagen, das war höchste Zeit, dass die mal erneuert wurde. Und also der Titel ist Trattamento dell'acqua dell'impianti per la climatizzazione invernale ed estiva. Aber da kommen wir noch gleich drauf. Wo reiht sich diese Norm ein, wenn wir jetzt ein bisschen die Gesetze und Normen ansehen über die Jahre? Seht ihr meine Maus, oder? Dieter. Ja, egal. Also ich denke, ihr seht meine Maus. Also 1989 hat es die UNO 1865 gegeben. Dann kamen verschiedene Gesetzestexte und so weiter hinzu. Und irgendwann 2019 gibt es die neueste. Das wäre jetzt die Norm 2019. Und davor gibt es noch den BPR 59, kennt vielleicht jemand. Wo ist er denn? Von 2009, der da. Oder der wurde dann ersetzt durch das DMISE 2015. Das wären die sozusagen das Klimahausgesetz in Italien, wo die Anwendung für die Energieeinsparung in den Gebäuden festgesetzt ist. Und dort gibt es eben auch den Artikel zum Trinkwasser, zum Wasser, zur Wasseraufbereitung. Und dann gibt es eben jetzt die neue Norm und die wird auch in den Gesetzestexten zitiert. Deswegen ist sie auch relativ wichtig jetzt auf gesetzestechnischer Ebene. Die Norm ist in vielen von diesen Gesetzen auch zitiert, wo es heißt, Trattamento dell'acqua muss oder Wasseraufbereitung muss im Hinblick auf die Uni 8065 erledigt werden oder behandelt werden. Wenn wir jetzt die neue Norm mit der alten Norm vergleichen, wer die alte Norm kennt, das waren so 11 Seiten, so ein Flugblatt schon fast, mit ein paar Sachen drin geschrieben, ein bisschen was zum Wasser, welche Parameter gibt es, aber nichts Komplettes. Also die neue Norm ist dann ungefähr 50 Seiten jetzt und das ist halt schon sehr ausführlich und zum Thema technisch auch, aber auch dann der vorschreibende Teil ist dann auch, wenn wir das wieder vergleichen, informativer Teil waren 5 Seiten in der alten Norm, in der neuen Norm sind 30 Seiten
informativ verteilt. Das heißt, was ist Wasserhärte, was ist Demineralisieren, was ist Enthärten, was ist Filtern und so weiter. Also man geht auf alle Komponenten der Wasser und auf die Wassertechnologien eigentlich ein und erklärt, für was sie da sind und für was sie eingesetzt werden müssen und sollten. Und dann gibt es den vorschreibenden Teil in der neuen Norm mit 20 Seiten, also das ist auch viel detaillierter. Wie ist die strukturiert, die Norm? Man kann das so ein bisschen aufteilen in Projektierung, Installation und Wartung. Das heißt, das ganze Informative bezieht sich natürlich vorwiegend auf den Planer, weil der müsste ja das Projekt schon richtig machen. Das heißt, er muss schauen, wie ist das Wasser, wenn das Wasser so ist, was muss ich da machen, damit ich keine Probleme habe und das dann schon richtig planen. Der zweite Teil dann sind die Technologien, das heißt, der Installateur muss dann wissen, welche Technologien gibt es dann, die ich dann einbauen kann. Und die Wartung ist natürlich sehr wichtig bei Wasseraufbereitung. Ein Enthärter, wenn da kein Salz drin ist, enthärtet er nicht und das heißt, die Wasseraufbereitung funktioniert auch nicht. Deswegen, Wartung ist wichtig. Wenn man das strukturieren will, könnte man so strukturieren. Dann kommen wir gleich zu Punkt 1, das ist einer von den wichtigsten. Ich muss ja mal wissen, diese Norm gilt für was? Und da steht eben unter Sportprogramm, also ein Anwendungsbereich, und diese Norm gilt für Heizungen bis 110 Grad Celsius Temperatur, für Kühlungen, geschlossene, für Solaranlagen thermisch und für Sanitär-Warmwasser. Also diese Norm betrifft diese vier Thematiken. Diese Norm betrifft nicht Fernwärmenetzwerk primärseitig. Sekundärseitig natürlich schon. Bei sekundärseitig bin ich ja unter 110 Grad. Gut, das bin ich sowieso, aber ich könnte ja auch eine Dampffernwärme haben, da bin ich über 110. Aber der sekundäre Teil, also alles, was im Haus drin ist, betrifft diese Norm schon. Der primäre Teil von der Fernwärme nicht. Was ist das Ziel der Norm? Also Ziel ist es, zu definieren, welche Wasserqualität muss ich in den verschiedenen Anlagen haben, damit ich keine Probleme habe oder damit ich sie reduziere aufs Minimum, muss man eigentlich sagen. Dann gibt es einige Vorgaben für die korrekte Projektierung. Das heißt, wenn die Wasserwerte so sind, dann musst du das machen. Also das gibt die Norm, einen Leitfaden, wie muss ich die Anlage projektieren. Es gibt einen Leitfaden, wie spüle ich eine neue Anlage, wie spüle ich eine alte Anlage. Und es gibt, das Ziel ist es auch zu erklären, wie man eventuell eine Wartung machen muss und welche Parameter man kontrollieren muss, damit die Anlage im perfekten Zustand bleibt oder in so gut wie möglichen Zustand. Das ist der Anwendungsbereich und das Ziel der Norm, also prinzipiell Haustechnik. Das Kapitel 3, haben wir schon gesagt, das gehört zum informativen Teil. Das heißt, dort gibt es so Unterpunkte, wo steht Adolcimento oder halt Enthärtung, nicht auf Deutsch. Was heißt Enthärten? Das heißt, Calcium mit Natriumionen austauschen und so weiter. Nicht? Was jetzt da neu ist, was bis heute nicht da drin war in der Norm, in der alten Norm war das nicht drin, ist der Schlammabscheider, weil da gab es immer ein bisschen, vor 2019 immer schon die Thematik, viele haben immer gesagt, der Schlammabscheider ist vorgeschrieben laut Gesetz. Das war er bis 2019 nicht, aber ab 2019 ist er jetzt vorgeschrieben, laut der Uni 8065, die ja in Gesetzestexten zitiert wird. Das heißt, Schlammabscheider ist heute vorgeschrieben. Dann, was steht hier noch drin? Zerfall von Frostschutzmitteln. Natürlich, wenn ich ein schlechtes Frostschutzmittel nehme im Solar, Bereich, dann zerfällt es langsam, wenn es die Temperatur nicht aushält und der pH-Wert sinkt und das natürlich macht meine Anlage kaputt. Das ist ja auch mal, ich habe einfach ein paar Punkte herausgenommen, die neu sind. Was noch neu drin ist in der Norm, ist die Entlüftung der Anlage, die jetzt auch vorgeschrieben ist. Das bedeutet, ich muss entweder mechanisch oder auch über Vakuum meinen Entlüfter, irgendeine Entlüftung muss ich vorsehen in der Projektierung und muss dann auch einbauen. Ich habe jetzt mal so die drei neuesten Kapitel rausgenommen, Punkte vom Kapitel 3 rausgenommen. Aber das Kapitel 3 ist noch viel größer. Nicht? Also da gibt es ganz, ganz viele Punkte.
Da steht Temperatur oder was ist der pH-Wert, was ist die Alkalinität. Also das kommt in Punkt 4 jetzt. Punkt 4 ist also dann ein weiterer Punkt, wo es um Information geht. Das heißt Information für den Installateur, aber auch natürlich für den Projektanten oder für den Thermoplaner. Welche Parameter im Wasser sind für mich wichtig? Also es geht prinzipiell mal um Aussehen. Entschuldigung. Um die Temperatur, um den pH-Wert, um die Härte, um eventuelle Chloridegehalte und die Sulfategehalte. Das sind so mal die wichtigsten, die fettgedruckten. Wenn ich die Parameter kenne in der Projektierung, dann kann ich schon die Wasseraufbereitung sehr gut planen und dementsprechend dann auch einbauen lassen. Natürlich in der Norm gehen Sie auch noch auf die anderen Wasserparameter genauer ein, das heißt TDS, Trockenrückstand, was ist das, wie misst man das, das steht auch drin, was ist die elektrische Leitfähigkeit, wieso ist die wichtig, wieso ist sie nicht wichtig, und das ist alles genau in der Norm beschrieben, und das ist also ich empfehle wirklich die Norm auch mal durchzulesen, ist echt ein Nachschlagewerk für, zum Thema Wasseraufbereitung. Ich habe ja die Tabelle zum Vergleich von Grad französisch und deutschen Härtegrade und Calciumcarbonat mal hier dazugegeben, weil das ist oft so ein Thema. In Südtirol sprechen viele von deutscher Härte und einige aber auch von französischer Härte. Ich spreche immer in französischer Härte, das einmal wegen den ganzen Gesetzen in Italien ist alles in französischer Härte angegeben und aber hat auch den Vorteil, dass zum Beispiel ein Grad französisch sind 10 Milligramm Calciumcarbonat im Wasser, das heißt der Umrechnungsfaktor hier ist relativ einfach. Ich kann auch relativ einfach dann festlegen, wie viel Calcium potenziell sich da ablagern kann in meinem Wärmetauscher eventuell. Der Umrechnungsfaktor ist 1,8 circa von Deutsch auf Französisch. 1,8 Französisch ist ungefähr ein Deutscher. Das mal so hier einfach dazu, weil das da gibt es oft ein bisschen zu diskutieren. Was ist noch im Kapitel 4 drin? Neben den ganzen Wasserparameter, die wichtig sind, sind auch einige Indizes angegeben. Das heißt, es gibt so Berechnungen, die kommen aus der Industrie eigentlich, aus der zum Beispiel Kühlturmtechnik oder so. Zum Beispiel der Langelier-Index, das ist ein Kühlturmtechnik-Index, der gibt mir an, ob mein Wasser verkrustend ist oder nicht, oder eher aggressiv. Das heißt, ich habe bestimmte Werte. Zum Beispiel kann ich euch das hier zeigen, wenn es funktioniert. Probieren wir es. Moment. So, jetzt müsst ihr eine Tabelle sehen. Ich brauche den pH-Wert, die Temperatur von meinem Kreis, den Trockenrückstand oder die Leitfähigkeit, den Calcium und die Alkalinität. Dann kann ich schon etwas aussagen über das Wasser. Ist das verkrustend oder ist das eher aggressiv? Wenn wir jetzt zum Beispiel Labozen hernehmen und eine Heizung nehmen mit 50 Grad oder Warmwasser, sei es der Warmwasser, ist ja wurscht, dann sehen wir, dass das bei 50 Grad tendenziell mehr inkonstant ist und der indische Dirisna beruht sich auch auf diese Parameter, da sehe ich tendenziell mehr inkonstante oder aggressiver. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier 20 Grad eingebe, dann wird es schon eher aggressiv. Das heißt, im Bozen, wenn ich verzinkte Rohre habe, dann kann ich ein Problem haben mit rotem Wasser am Kaltwasser, aber Verkrustungen am Warmwasser. Das kann ich jetzt schon gleich sagen mit den 5 Parametern, wo ich gesagt habe, das ist wichtig. Und das erklärt die Norm recht gut auch. Wenn ich dann zum Beispiel hernehme, keine Ahnung, St. Pauls, 50 Grad, gut, das wissen wir alle, dass St. Pauls tendenziell am Ende inkonstant ist, also da ist viel Kalk. Und da ist auch der Kaltwasser ist da eher verkrustend wie aggressiv. Und die Indizes ist ganz interessant, weil man da in der Planungsphase, wenn man da ein bisschen das Wasser anschaut, sich schon ein bisschen Gedanken machen kann, welche Materialien und so weiter verbaue ich in meiner Anlage. Dann gehen wir zurück. Da gibt es so empirische Tabellen, okay, ja, das ist jetzt weniger interessant, aber zum Beispiel in Bozen habe ich 8
pH-Wert circa 7,8 und habe ungefähr 15 Grad Französisch, da sind wir ungefähr hier, dann bin ich hier im Bereich, das ist immer bei Alfredo, also im Kaltbereich vom Wasser, dass es zwischen Inkrustante und aggressiv ist. A wäre aggressiv und C wäre verkrusten. Nicht? Wenn jetzt der pH-Wert höher wäre, 8, dann bin ich schon im verkrustenden Bereich. Aber das ist sehr empirisch. Ich konzentriere mich eher immer auf diese beiden. Dann Gelee und Rüssnach, um meine Aussage zu machen. Im Kapitel, also das war das Kapitel 4, das heißt, da geht es informativ zum Thema, welche Parameter muss ich kennen im Wasser, damit ich eine gescheite Planung machen kann. Und welche Indizes helfen mir dabei, also dann auch zu verstehen, wie verhält sich das Wasser später in meiner Anlage. Im Kapitel 5 geht es dann um die typischen Probleme. Da würde ich jetzt nicht so viel drauf eingehen, weil das, glaube ich, kennen wir alle. Es gibt einmal die Steinbildung, die ist natürlich eher auf sanitär Warmwasser ein Thema, weil dort geht viel Wasser durch und das verschwindet ja dann. Das ist ja nicht immer das gleiche Wasser. Das heißt, Kalk bildet sich. Dann ist die Korrosion, das ist natürlich eher ein Thema auf geschlossenen Kreisläufen. Ablagerungen und Schlamm ist eine Folge von Korrosion, wenn man so will, oder eben Schmutz in der Anlage. Mikrobiologischer Wuchs, das ist, wenn die Temperaturen schlecht sind und ich wenig Durchfluss habe, Legionellen, Stichwort, oder aber auch Niedertemperatur, Heizkreise, kann ich auch Probleme mit Algen haben. Wobei ich muss sagen, in 4 Jahren bei mir in Südtirol habe ich jetzt das Thema jetzt noch nicht so oft gesehen. Auf Heizungskreisen. Natürlich auch Legionellen schon. Da gibt es genug von. Frost ist ein Thema. Untersetzung von Frostschutzmitteln, aber das habe ich auch selten gehört bei uns da. Aber das kommt natürlich auch vor, wenn ich schlechtes Frostschutzmittel nehme. Das können die Probleme sein in der Haustechnik. Wir sind immer noch, also Anwendungsbereich der Norm ist die Haustechnik. Das heißt, das sind die Probleme. Steinbildung, Korrosion, Steinbildung, sanitär, Warmwasser eher, Korrosion eher für die geschlossenen Kreisläufe. Eher. Danach gibt es immer die Ausnahmen. Was ist die Steinbildung? Steinbildung ist einfach, das Kalzium setzt sich an meinem Wärmetauscher oder im Extremfall auch in den Rohren ab und verkrustet oder verringert mir meinen Wirkungsgrad. Prinzipiell geht es ja darum, den Wirkungsgrad der Anlage zu schützen. Die ganzen Energieeinsparungsgesetze und so weiter, die zielen alle auf Energieeinsparen. Das heißt, ich muss schauen, dass ich so effizient meine Anlage erhalte wie möglich. Das heißt, Kalzium darf sich nicht ablagern, sonst habe ich ein Problem mit der Effizienz meiner Anlage. Und kann aber auch kaputt werden. Das heißt, wenn ich einen Isolator habe und dahinter muss ich erhitzen, das heißt, ich muss immer mehr erhitzen und irgendwann wird das Metall auch ein Problem bekommen. Und dann kann es dort auch zu Lochfraß kommen. 1 Grad französisch, sagt man eben, ist circa 10 Gramm pro Kubikmeter potenzieller Kalkstein. Das heißt, wenn ich im Boden bin mit 15 Grad französisch, habe ich potenziell 150 Gramm pro Kubikmeter Kalzium im Wasser. Wenn ich jetzt einen Heizkreis habe mit einem Kubik, dann sind das 150 Gramm, okay. Dann ist das auf meinem Wärmetauscher vielleicht 0,01 Millimeter und dann ist schon alles vorbei, wenn ich keine Nachspeisung habe. Das heißt, geringeres Problem für den Heizkreis, aber natürlich im Wärmetauscher von der Warmwasserbereitung. Dort gehen 3, 4, 5 Kubik am Tag rein, dann sind das schon einige 100 Gramm am Tag, die da potenziell sich ablagern können. Natürlich lagert sich nicht alles ab, aber potenziell. Hängt natürlich wieder mit den Faktoren, die wir da oben gehört haben, Indizes, Langelier und so weiter zusammen. Korrosion. Sind komplexe Vorgänge, es gibt unterschiedliche Formen, Flächenpunkt und so weiter. Hängt von den Materialien ab und von den Wasserparametern natürlich. Zum Beispiel Inox, ja super, Inox geht immer und alles, stimmt nicht. Wenn ich viel Chloride habe und Sulfate und pH, pH ist wurscht, aber Chloride ist das Ausschlaggebende. Wenn ich zu viele Chloride im Wasser habe, dann habe ich auch Probleme mit Inox zum Beispiel. Dann kann das auch an den Schweißstellen sich Lochfraß bilden. Das heißt, man muss immer einfach schauen, wie ist das Wasser.
natürlich auch auf Korrosion ausschlaggebend ist die mechanische Bedingung. Wenn ich ein halbes Rohr habe und dort muss ein 5 Kubik drüber den ganzen Tag, dann ist das für das Rohr natürlich auch nicht das Beste. Das heißt, dann muss auch die Planung passen. Also habe ich schon gesagt, zu den typischen Problemen möchte ich nicht so tief eingehen, weil die kennt ihr wahrscheinlich alle. Und ich gehe dann gleich weiter zum Kapitel 6 und dort geht es um die Technologie in der Wasseraufbereitung. Das heißt, die Norm listet effektiv Punkt für Punkt auf, welche Technologien es zurzeit am Markt gibt und welche auch Standardtechnik sind. Natürlich sind da nicht die neuesten von den neuesten drin, sondern die Standardtechnik, wo man weiß, das funktioniert. Das schaut dann in der Norm so aus. Filtration zum Beispiel, und dann ist beschrieben, was ist Filtration, für was braucht es die und so weiter. Oder Entlüftung, wieso braucht die Entlüftung in dem Heizkreis und so weiter. Also in der Norm wird Punkt für Punkt die ganzen Aufbereitungssysteme erklärt und auch erklärt, wo und wann ich die anwenden muss. Deswegen, ich wiederhole mich, ist ein sehr gutes Nachschlagewerk, das man eigentlich zu Hause liegen haben sollte, wenn man zum Thema Wasseraufbereitung sich weiterbilden möchte. Das heißt, in der Norm wird zitiert als externe Aufbereitungssysteme die Filtrierung, natürlich das ist dann eine ganz normale Hauswasserstation am Eingang vom Trinkwasser, dann eben die Entlüftung, die Enthärtung, Demineralisierung, ist auch neu in der Norm drin, die war bis heute in Italien überhaupt nirgends zitiert. Die ist jetzt drinnen, genau aus diesem Punkt, was ich davor gesagt habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Inox etwas realisiere oder ich Aluminium-Wärmetauscher habe in meiner Wandwärme, dann kann ich ein Problem haben mit bestimmten Mineralien. Zum Beispiel einige Hersteller schreiben, die Summe der Mineralien, Sulfate, Nitrate und Chloride darf nicht größer wie 200 Milligramm pro Liter sein. Nicht? Wenn ich jetzt aber da drüber bin, was mache ich dann? Dann muss ich demineralisieren. Das sagt die Norm genauso. In der Norm steht, wenn ich Probleme mit diesen Mineralien habe, dann demineralisiere ich. Aber sonst ist enthärten genug, laut Norm. Dann gibt es die internen Aufbereitungssysteme, also remineralisieren, das wäre jetzt mehr fürs Trinkwasser. Wenn ich jetzt im Martelltal bin und dort sind nur 2 Grad französisch von Haus aus und der pH-Wert nieder, dann gibt es Systeme, den pH-Wert zu steigern über Dolomitgestein, das dann in so einem Filter verpackt ist und das erhöht mir den pH-Wert und remineralisiert mit Calcium und Magnesium das Trinkwasser. Also das wäre mit Remineralisierung, also Hinzufügen von Mineralien und Demineralisierung, Entfernen von Mineralien, wenn ich gewisse Parameter zu hoch habe. Was ist die interne Aufbereitung? Das wäre dann zum Beispiel Härtestabilisatoren, das heißt Heizungsschutzmittel oder Wirkstoff auf seine Terwarmwasser. Da wird auch genau beschrieben, welche Wirkstoffe gibt es. Es gibt einen Härtestabilisator, der schaut, dass die Härte nicht ausfällt in meinem Heizungskreis. Oder auch in meinem Sanitärwarmkreis. Es gibt die Sauerstoffbinder und Neutralisatoren, die den pH-Wert regulieren und den Sauerstoff binden. Es gibt die Dispersionswirkstoffe, die binden den Schmutz in der Anlage. Das heißt, wenn ich eine neue Heizanlage fülle und die habe ich nicht ordentlich gereinigt, dann habe ich noch irgendwelche Reste im Puffer wahrscheinlich, noch irgendwelche Reste von der Verarbeitung und die zirkulieren dann im Kreis und wenn ich dann einen Dispersionswirkstoff drin habe, dann hole ich die in die Lösung und kann sie halt gut ausfiltern. pH-Wertstabilisatoren, dann gibt es vielbildende Wirkstoffe, es gibt unterschiedliche Sachen. Und ein Produkt zum Beispiel ist dann immer eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Keine Ahnung, unser HS-Kombi, wer es kennt, ist ein Härtestabilisator, ein Sauerstoffbinder, ein Dispersionswirkstoff, und fertig. Zum Beispiel die ersten drei. Dann gibt es andere Produkte, die sind pH-Wert steigernd und so weiter. Das sind die Wirkstoffe und die kommen dann in ein Mittel und das der Hersteller dann definiert für verschiedene Anlagentypen. Das sind mal die Technologien, die beschrieben werden im Kapitel 6. Das heißt, im Idealfall oder im Extremfall könnte eine Anlage dann so ausschauen. Sanitär oder offener Kreislauf, Filter,
oder Hauswasserstation in dem Fall, Enthärtung und Dosiergerät von Wirkstoffen. Und dann habe ich mein Warmwasser. Wobei wir reden immer von Sanitär-Warmwasser, weil es geht um die Energieeffizienz in dieser Norm. Das heißt, überall, wo Wärme produziert wird, muss ich schauen, dass sich kein Kalzium ablagert jetzt im Sanitärkreis. Heizungsschutz, Heizungskreislauf, also oder Solar. Da habe ich meine Solaranlage mit meinem Solar-Frostschutzmittel drinnen. Und ich habe meinen Heizkreis, das über das enthärtete Wasser entweder direkt von der Sanitärleitung gespeist wird oder ich habe nochmal eine Kartusche direkt an der Nachspeisung. Und dann habe ich einen Schlammer, in dem Fall einen Thermozyklon, und der Entlüfter muss drin sein. Und ein Produkt muss immer drin sein. Also das wäre so, die Norm sagt, so die Technologien gibt es. Und so könnte das dann ausschauen. Vielleicht nochmal kurz ein bisschen genauer eingehen möchte ich aufs Thema 6.5, weil es ist auch jetzt in der Norm neu drin. Das heißt, hier wird mal erklärt, was stellt sich das Normengremium unter Sanierung und Spülung von Anlagen geschlossenen Kreise überhaupt vor. Die Norm schreibt vor, dass die Spülung von Anlagen notwendig ist, um diese sauber und effizient zu halten. Also sie schreibt necessary per mantenerli pulite ed efficiente. Das heißt, wenn ihr schwarzes Wasser habt, dann muss ich die Anlage spülen, weil schwarzes Wasser sollte nicht normal sein. Das Wasser muss klar sein in der Anlage. Dann wann sagt sie, die Norm muss ich spülen? Wenn ich eine Neuanlage mache, das heißt, wenn ich ein neues Haus mache, weil dann habe ich die ganzen Verarbeitungsreste von meinen Komponenten drin. Das heißt, vom Puffer und von der Wandtherme oder von der Therme oder von der Hackschnitzelheizung, was weiß ich, was das ist. Da überall sind wahrscheinlich noch Späne drin von der Verarbeitung oder Staub in den Rohren, weil keine Abdeckung mehr drauf war und das auf der Baustelle gelegen ist und so weiter. Das heißt, da müsste ich mal spülen, sagt die Norm. Und bei Renovierungen natürlich, das heißt, wenn jetzt ein Kondominium in Bozen nur den Kessel tauscht, dann muss ich auch die Anlage spülen, nicht? Weil sonst wird der Kessel nicht lange überleben. Und deshalb brauchst du dort auch eine Spülung. Das heißt, Neuanlagen und Renovierungen. Wenn ich jetzt einen kleineren Eingriff mache, das heißt, ich tausche nur einen Plattenwärmetauscher oder ich weiß keine Ahnung, irgendwas mache ich an der Anlage, dann sollte man eine Wasseranalyse machen. Und aufgrund dessen, wenn ich schon im Heizraum bin, mache ich eine Wasseranalyse und sage, Achtung, du, das Wasser ist nicht in Ordnung, da müsste man was machen. Und dann macht man eventuell eine Spülung oder halt das, was sich anbietet. Nicht? Wenn viel Eisen ist, dann kommt mindestens mal ein Filter rein dazu. Man muss auf jeden Fall reagieren. Das ist bei kleineren Eingriffen. Wäre das so von der Norm vorgesehen. Wenn wir jetzt auf die offenen Kreise gehen, dann zitiert hier die 8065 die Norm Uni EN 806. Das ist ja eine europäische Norm. Das heißt, die gibt es auch in DIN EN 806. Das ist die ganze, aber ich glaube, da kennt sich auch besser aus als Installateure. Das ist ja die Norm für den Installateur. Da habe ich alles beschrieben, wie ist die Installation durchzuführen und so weiter. Die 806er. Und dort steht eben auch zum Thema von Spülen von Neuanlagen drin und wie das zu anzuhaben ist. Kurz vor der Eröffnung oder kurz vor der Übergabe muss die Anlage gespült werden. Wenn sie länger wie 2 Wochen steht, muss man sie danach desinfizieren. Das würde da in der Norm drinstehen. Aber eben, das ist ein Verweis auf die Uni EN 806. Oder eben, wenn ich Probleme mit kontaminierten Anlagen habe, das heißt Legionellen, dann natürlich muss ich auch spülen, die Anlage spülen, aber da bezieht sie sich dann wieder auf die Linie wieder zur Legionellen. Das heißt, auf Sanitär bezieht sich diese Norm auf andere Normen. Das ist nicht ganz so klar, das heißt, sie verweist einfach auf die Normen, die es da schon gibt. Dann kommen wir zum Kapitel 7. Im Kapitel 7 der Norm kommen wir dann jetzt auf den vorschreibenden Teil. Also bis Kapitel 6 waren wir in der beschreibenden Teil
wie macht man Sachen, wie muss man Sachen verstehen, welche Parameter muss ich kennen, welche Indizes gibt es, welche Technologien gibt es. Und jetzt kommen wir dazu im Kapitel 7, wo wir sagen, so, du hast jetzt diese Anlage und dann empfehle ich dir als Norm, das zu machen. Jetzt habe ich das von der Norm ein bisschen, weil in der Norm sind es vier Tabellen oder drei oder vier Tabellen. Ich habe das zusammengefasst in eine Tabelle, damit man das ein bisschen übersichtlicher anzeigen kann. Und da haben wir einmal die vorgeschriebene Wasseraufbereitung auf Heizungsseite. Wenn ich jetzt etwas neu mache, dann haben wir gerade gehört, dann muss ich spülen oder das Spülen in dem Fall, desinfizieren ist für sanitäres Warmwasser. Dann muss ich schauen, ob ich irgendwo bei Renovierung muss ich schauen, ob ich irgendwelche Probleme habe an der Anlage, ob ich ein Leck habe, aber das ist eh klar. Bei der Neuanlage, was muss ich noch machen? Ein Sicherheitsfilter muss ich haben, das heißt, nach dem Kontaktwasserzähler von der Gemeinde muss ein Sicherheitsfilter mit 0,1 mm installiert sein, 100 Mikron oder 90 oder bei den 100 Mikron nochmal. Dann der Entschlammer ist vorgeschrieben auf der Heizungsseite. Die Entlüftung ist vorgeschrieben, haben wir gehört. Und der Heizungsschutz ist vorgeschrieben. Und wenn ich über 100 Kilowatt und 15 Grad französisch bin, ist ein Enthärter vorgeschrieben. Das Gleiche gilt für die Renovierung, außer dass ich da nicht die neue Anlage spülen muss, sondern ich muss Leck suchen und die Anlage sanieren. Das heißt, eventuell einen Schlamm ausspülen, reinigen. Das wäre mal die Heizung soweit. Dann ist sanitär warm. Dort ist das Gleiche, haben wir schon gehört. Ich muss sie spülen oder desinfizieren, wenn sie neu ist. Ich muss einen Sicherheitsfilter haben. Ich muss eine Mineralstoffdosierung haben und ich muss einen Enthärter haben, wenn ich über 100 Kilowatt Leistung bin und 15 Grad. Das heißt, 70 Kilowatt und 20 Grad französisch brauche ich keinen Enthärter laut Norm. Und 101 Kilowatt und 16 Grad französisch brauchen einen Enthärter. Das ist technisch zwar nicht so ganz nachvollziehbar, aber da hat man halt tendenziell den Privatkunden ein bisschen geschont mit der Norm. Das heißt, weil wieso soll ich mit 70 Kilowatt und 20 Grad französisch nicht enthärten und mit 100 Kilowatt und 16 Grad französisch schon? Das macht technisch jetzt nicht viel Sinn. Aber die Norm hat es halt so festgelegt, wahrscheinlich um den kleinen privaten finanziell ein bisschen zu schützen. Technisch gesehen macht es natürlich auch Sinn, mit 30 Kilowatt und 20 Grad einen Enthärter einzubauen. Das gleiche gilt für die Renovierung. Sanitär warm ist das gleiche, wenn ich eine neue Anlage habe, das haben wir gerade gesagt, gell? Mineralstoffdosierung, Renovierung, was muss ich da machen? Muss man schauen, auf wie ist die Anlage, wie ist der Zustand der Anlage, habe ich verzinkte Rohre, die irgendwo korrodiert sind und Löcher haben, und so weiter, dann muss ich eventuell sanieren. Wenn ich Legionellenproblem habe, muss ich desinfizieren oder thermischen Schock oder alles, was halt vorgeschrieben ist in der Linea Guida. Ich muss einen Sicherheitsfilter haben wieder, die Mineralstoffdosierung und einen Enthärter, wenn ich über 100 Kilowatt und 15 Grad französisch bin. Kurz vielleicht zu der Schwelle da, weil früher hat es da mehrere Schwellen gegeben, 200 Kilowatt und ich weiß sie gar nicht mehr, das ist vor meiner Zeit. Auf jeden Fall, es gibt nur mehr eine Schwelle, das ist die 100 Kilowatt und 15 Grad französisch. Das ist die einzige Schwelle, ob es einen Enthärter braucht oder nicht, laut Norm immer, auf Sanitärwarmwasser und Heizung. Was ist auf Solar vorgeschrieben? Die Anlage muss gespült werden, immer wegen der Verarbeitungsreste. Und es muss mit propylenischem Glykol gefüllt werden. Also nur propylenisches, also nicht giftiges Propylen. Glykol darf eingesetzt werden und der Glykol muss auch stabilisiert sein. Das heißt, der Glykol kann nicht ein einfaches Glykol sein, sondern muss mit pH-Wertstabilisatoren und antikorrosiven Wirkstoffen versetzt sein. Sonst wäre laut Norm nicht vorgeschrieben. Als nicht vorgesehen. Bei der Renovierung ist wieder das Gleiche. Ich muss schauen, ist die Anlage noch in Ordnung oder muss ich sanieren? Dann muss ich sanieren und dann wieder mit dem Glykol, propylenischen Glykol, die Anlage füllen. Also das ist sozusagen alles, was die Norm technologisch vorschreibt für die Hausinstallation. Zusammengefasst auf einer Slide. Wie kann das dann wieder ausschauen? Das haben wir schon davor gesehen.
Filter, Enthärter, Dosierung, Mineralstoffdosierung auf Sanitär warm und das gleiche Filter, Entlüfter, Wirkstoff und das Glykol in den Kreisläufen. Wie könnte das dann in der Realität ausschauen zum Beispiel? Das ist jetzt zum Beispiel in Trient eine größere Anlage, da habe ich mit dem Planer das Projekt gemacht. Da haben wir einen Filter vorgesehen, den Enthärter, dann die Wirkstoffdosierung für Sanitär Warmwasser und die Kreisläufe, dort waren zwei Kreisläufe mit, für die Heizung und für die Kühlung. Das war mal so die Planung mit der Ausschreibung dann und das ist dann die Realisierung. Das heißt, hier ist der Filter, dann habe ich den Enthärter. Und dann habe ich, dahinter ist die Mineralstoffdosierung, das sieht man jetzt hier nicht, aber das ist da dahinter. Dann habe ich die Dosierung für die zwei Kreisläufe, weil das ist eine große Anlage und da brauchst du dann auch eine Dosieranlage. Und die zwei Filter, die Thermozyklon oder die Entschlammer für die zwei Kreisläufe, Kühlung und Heizung. So könnte das dann in Wirklichkeit ausschauen, wenn man das laut Norm ausführt. Was ist dann im Kapitel 7? Da geht es dann jetzt wieder um die notwendige Wasserqualität. Und dort steht geschrieben, wir haben ja in den vorderen Kapiteln haben wir gehört, was sind Chloride, was sind Sulfate, was sind Nitrate. Das wird ja in den vorderen Kapiteln beschrieben, in der informativen Bereich. Und jetzt sind wir ja im vorschreibenden Bereich, im Kapitel 7. Und dort hier steht jetzt, welche Parameter oder welche Limits für bestimmte Parameter vorgegeben sind und welche ich dann eben auch einhalten muss. In der Planungsphase sollte man natürlich, sollte der Planer wissen, wie ist das Wasser vor Ort, wenn er weiß, ich muss jetzt in Siebeneich eine Anlage machen, dann muss er wissen, dass dort 70 Grad französisch sind und dass dort besser ist, eine Enthärtung einzubauen und muss halt er muss es nicht wissen, er muss halt sich informieren, laut Norm, und dann aufgrund dessen die Anlage dann eben auch planen. Das ist so vorgeschrieben jetzt hier in der Norm. Was sagt die Norm noch? Über die Zeit müssen die Werte kontrolliert werden und eventuelle Schwankungen oder Überschreitungen müssen dann eben muss entgegengewirkt werden. Das heißt im einfachen Worten, wenn ich morgen zu viel Eisen in der Anlage habe, dann habe ich irgendein Problem mit Korrosion, dann muss ich irgendwas machen. Muss ich entweder ist der Heizungsschutz nicht effektiv oder ist keiner mehr drin oder ich muss mal schauen, ob da ein Schlammer mal rückzuspielen ist oder was auch immer. Da habe ich wieder das Gleiche gemacht. Ich habe die drei Kreise, die in der Norm behandelt werden, Sanitär, Warm, Solar und Heizung, aus den Tabellen der Norm, das sind über 5 Seiten, mehrere Tabellen, auf eine Tabelle zusammengefasst, wo man jetzt nachschauen kann, was ist denn jetzt effektiv, welche Parameter muss ich dann jetzt laut Norm in Italien einhalten. Bei der Heizung unterscheiden wir zwischen Nachspeisung und Kreislaufwasser. Also die Nachspeisung muss immer Trinkwasser sein, das heißt, ich kann nicht irgendeinen Zickel oder einen Brunnen nehmen, wo ich nicht genau weiß, welche Werte, ob ich da überall im Trinkwasserbereich bin, sondern ich muss wissen, dass das Trinkwasser ist. Das ist mal der erste einzuhaltende Wasserparameter, das heißt, dort sind viele, die einzuhalten sind. Dann muss es klar sein, natürlich, das Nachspeisewasser, die Härte muss zwischen 5 und 15 Grad sein, wenn ich über 100 Kilowatt bin. Wenn ich unter 100 Kilowatt bin, das ist ja wieder die gleiche Schwelle wie oben, dann ist die 15 Grad französische Limit nicht. Das heißt, es braucht keinen Enthärter, auch wenn ich mehr Härte drin habe und über 100 Kilowatt schon. Dann der pH-Wert ohne Aluminium muss ich zwischen 6,5 und 9,5 sein. Natürlich, der ist sehr, sehr weit, der Range. Dann pH mit Aluminium, auf der Nachspeisung ist das ja dann wurscht. Und Chloride muss ich schauen, dass ich unter 50 Milligramm pro Liter bin. Das bezieht sich vorwiegend aufs Inox, das da Probleme kriegen könnte. Die Leitfähigkeit muss unter 1500 Mikrosiemens sein, laut Norm für Nachspeisewasser.
Wie muss das Wasser im Kreis sein? Im Kreis muss es dann so sein, dass die Erscheinung klar ist. Also das ist schon mal ein erster wichtiger Punkt. Nicht braun oder schwarz oder sowas. Es muss klar sein, durchsichtig. Dann der pH-Wert, haben wir schon gehört, muss zwischen 6,5 und 9,5 sein. Technisch gesehen würde ich eher sagen zwischen 8,5 und 9,5 ohne Aluminium und mit Aluminium zwischen 8 und 8,5. Technisch gesehen. Die Norm spricht von diesen Werten. Dann muss der Heizungsschutz im Kreis sein mit der vorgeschriebenen Konzentration. Dann muss Eisen muss unter 0,5 Milligramm pro Kilogramm sein oder Milligramm pro Liter circa. Und Kupfer unter 0,1 und Aluminium unter 0,1. Und wenn Inox verbaut ist, muss auch die Chloride unter 50 Milligramm pro Liter sein. Das ist das, was auf der Heizung an Limits vorgeschrieben sind und welche einzuhalten sind. Wie ist es beim Sanitär Warmwasser? Dort ist wieder das Gleiche. Natürlich müssen die Grenzwerte vom DL31, achso, das habe ich gar nicht erklärt. Das DL31 ist das Decreto Legislativo in Italien, welches die Trinkbarkeit vom Trinkwasser regelt. Das heißt, dort ist geschrieben, Arsen darf maximal 10 Mikrogramm sein. Wenn ich drüber bin, ist es kein Trinkwasser. Also das ist ein Gesetz, das bezieht sich natürlich vorwiegend auf die Trinkwasserversorger. Das heißt, der Trinkwasserversorger muss mir ja zu meinem Hauszähler Trinkwasser liefern. Trinkwasser ist es, wenn es laut DL31 alle Limits einhaltet. Dann ist es Trinkwasser. Im Haus drinnen bin dann ich als Verwalter oder als Besitzer zuständig, dass diese Werte DL31 dann weiterhin eingehalten werden. Bis zum Zähler ist es der Wasserversorger, ab dem Zähler bin ich es als Besitzer. Verwalter, Geschäftsführer, was auch immer, je nach Struktur. Das ist mal das DL31. Wie muss das Sanitär Warmwasser noch sein? Klar natürlich, es muss zwischen 5 und 15 Grad, das ist wieder das Gleiche wie beim Heizung. Und wenn ich unter 100 Kilowatt bin, dann gibt es nach oben hin keinen Grenzwert. Natürlich können wir jetzt sagen, ja, im Martell habe ich nur 2 Grad Französisch, dann bin ich laut Norm nicht in Ordnung. Ja, stimmt, deswegen gibt es eben die Neutralisatoren. Im Martell sind die auch, an einigen Punkten sieht man die auch verbaut und die bringen mir dann von 2, 3 Grad, kommen sie halt circa 5, 6 Grad hoch. Dann wäre ich auch laut Norm wieder in Ordnung. pH-Wert auf Sanitär Warm natürlich ist ähnlich wie beim Heizung, weil pH-Wert natürlich hängt immer von den eingesetzten Materialien ab. Wenn ich Aluminium habe, ist es immer kritischer, weil mein Range ganz nahe beieinander ist, zwischen 8 und 8,5. Sie schreiben 7 bis 8,5, aber besser wäre 8 bis 8,5. Weil der auch Eisen verbaut ist und Eisen möchte es gern über 8,5 pH-Wert. Dann Mineralstoffdosierung, das famose Polyphosphat, muss auch wieder auf Sanitär Warm drinnen sein, um eventuell Verkrustungen auch vorzubeugen. Und Chloride, wenn ich mit Inox arbeite, muss ich wieder unter 50 Milligramm pro Liter sein. Sonst kann es Probleme mit Lochfraß kommen. Kann es zu Problemen mit Lochfraß auf Inox kommen. Solar, was sind da die Werte, die ich einhalten muss? Es muss klar sein, ohne Schwebestoffe. Natürlich, im Normalfall wird er mit vorgefertigter Lösung an Glykol gefüllt. Wenn ich es mische mit irgendwas, dann bitte mit demineralisiertem Wasser auf Solarseite. Und der pH-Wert muss über 7,5 und zwischen 7,5 und 11 sein. Und wenn ich Aluminium habe, sind wir immer wieder da mit der maximal 8,5. Das ist immer das Gleiche, weil es vom Material abhängt. Und Glykol natürlich, der Einsatz hängt davon ab, wie viel Frost ich habe oder wie viel Frost ich nicht habe. Minus 20, minus 30, minus 40, keine Ahnung, minus 10. Und Eisen, Kupfer, Aluminium muss ich sozusagen nichts im Wasser haben, sonst bin ich prinzipiell schon mal nicht in Ordnung mit dem Solarkreislauf. Solarthermisch natürlich. Also die Tabelle zeigt mir nochmal zusammenfassend alle Werte, die ich einhalten muss auf meinen Hausinstallationskreisläufen. Im Kapitel 8 geht es dann um die Kontrolle und Wartung von Anlagen. Das heißt, jetzt hat man den informativen Bereich, wo wir beschrieben haben,
oder wo die Norm beschreibt, was es alles gibt, wie es funktioniert, welche Parameter, warum und wieso und weshalb. Also informativer Bereich kann ich nachschlagen. Dann gibt es den vorschreibenden Bereich, welche Anlagen sind vorgeschrieben, welche Wasserparameter müssen eingehalten werden. Und dann gibt es jetzt das Kapitel 8, dort geht es jetzt um die Wartung. Das heißt, ich muss ja, wenn ich Limits habe, dann muss ich da auch irgendwann mal kontrollieren in der Zeit, weil die können sich ja, das Wasser kann sich ja verändern. Und dann kommen wir jetzt eben zu den Kontrollen und da sagt die Norm, einmal von Kapitel 8.1 bis 8.4, dort beschreibt sie, wie muss eine Probe gemacht werden, wie mache ich eine Wasserprobe am Heizungskreis, ich muss mal den Probehahn spülen, das heißt, wenn ich an meiner Rücklaufleitung einen Entlüftungsstutzen habe oder einen Ablassstutzen habe und der ist ungefähr 5-6 cm hoch, da drinnen habe ich sicher schwarzes Wasser. Das ist fast hundertprozentig sicher, weil hier kommt nie kein Wasseraustausch. Dann kann ich machen mit dem Wasser, was ich will. Wenn hier kein Austausch ist, dann wird hier korrodieren. Das heißt, das muss ich mal ausschwänzen, weil es sagt überhaupt nichts aus über meinen Kreis. Spülung des Probehahns. Danach mache ich die Wasseranalysen selbst, also wenn ich dann die Probe genommen habe, die Analyse darf ich nicht bei heißem Wasser durchführen, sondern bei 25 Grad. Das heißt, ich muss das Wasser abkühlen. Dann, was sage ich noch? Mikrobiologische Proben, nur in sterilen Behälter, aber da ist sowieso immer ein Labor, der das macht, oder Mikrobiologe. Dann pH-Wertmessung. Es ist eigentlich alles genau beschrieben, nicht? Was ist zugelassen für die pH-Wertmessung. Da steht zum Beispiel in der Norm, keine Messstreifen sind zugelassen, die sind zu ungenau. Das heißt, ich muss ein Gerät haben, das ich über zwei Punkte eichen kann. 7 und pH 10 idealerweise, weil der pH-Wert irgendwie im Heizkreis immer bei den 8, 8,5 ist. Dann muss ich die Eichung bei 7 und 10 machen. Dann habe ich die beste Treffgenauigkeit vom pH-Wert. Was muss man noch dazu sagen? pH-Wert und Alkalinität, die hängen zusammen. Je weniger Mineralien ich im Wasser habe, desto schwieriger ist die pH-Wertmessung. Bei demineralisiertem Wasser ist die pH-Wertmessung sehr schwierig. Dann, was ist noch zugelassen? Kolorimetrische Wasseranalysen. Das heißt, so, wo sich das Wasser verfärbt. Wie im Schwimmbad. Das ist zugelassen, wenn das Wasser klar ist. Natürlich, wenn das Wasser schwarz ist, dann kann ich mit dem nichts mehr machen, weil da sehe ich keinen Farbunterschied mehr. Und sonst muss man halt ins Labor gehen oder elektronische Geräte verwenden. Was sagt dir der Kontrolle und Wartung Kapitel noch? Sie sagt noch, dass die Wasserparameter in der Planung schon berücksichtigt werden und auch im Projekt eindeutig angegeben werden müssen. Das heißt, im Projekt muss stehen, Wasseraufbereitung für folgendes Wasser, 15 Grad französisch, pH-Wert 7,8, Alkalinität. Je mehr Werte, desto besser natürlich auch für uns Wasseraufbereiter, weil dann kann man schon gleich die richtige Anlage planen. Oder auch für den Installateur. Dazu gibt es im Online, wenn einer mal Lust hat oder sie noch nicht kennt, die Wasserwerte Südtirol Excel. Kann man einfach im Internet suchen, Wasserwerte Südtirol, da kommt man auf die Provinzseite, wo die ganzen Wasserwerte von Südtirol eingetragen sind. Also dort sind dann viele Parameter. Und die letzten sind von 2019, was ich weiß, also relativ aktuell. So, wenn wir jetzt wirklich zu der Wasseranalyse kommen, das ist im Kapitel 8.6, dort steht dann, wann muss ich eine Wasseranalyse machen und welche Parameter muss ich dann im Kreis jetzt überwachen. Also in der Norm steht, bei jeder Nachspeisung, händischen oder nach jeder Wartungsarbeit, müssen folgende Parameter überprüft werden und dokumentiert werden. Also wie schaut das Wasser aus? Ist es durchsichtig? Ist es schwarz? Hat es Schwebestoffe oder hat es Präzipitation, heißt es fetenisch, hat es Ausfallstoffe, das heißt zum Beispiel das Ferrit am Boden. Dann muss ich schauen, die pH-Werte, die Gesamthärte, Chloride, wenn ich Inox verbaut habe und elektrische Leitfähigkeit. Also das müsste bei jeder händischen Nachspeisung oder bei einer Wartung durchführen oder überprüfen. Kann ich natürlich auch selber machen als Installateur oder als Wartungstechniker.
und dokumentieren. Das wäre natürlich auch noch viel wichtiger. Im Anlagenbuch zum Beispiel könnte man das dokumentieren und dann irgendwann gibt es ein Problem, dann kann man mal nachschauen, was ist denn da mit dem Wasser passiert. Dann sieht man, keine Ahnung, pH-Wert war er zuerst auf 8,2 und dann ist er auf 8 runter und dann ist er auf 7,5 und jetzt fangen die Probleme an. Aha, okay, dann wird es mit dem pH-Wert zusammenhängen. Also das ist natürlich, das ist die Top-Situation, die ist natürlich sehr schwierig und vielleicht etwas theoretisch. Aber das wäre das Ideale. Und das schreibt die Norm auch vor. Noch wichtiger, wie die Analyse machen, ist die eventuelle Unregelmäßigkeiten erkennen. Das heißt, die Analyse kann ich schon machen, aber dann muss ich auch irgendwie draufschauen und sagen, der pH-Wert 7,5, oh, das geht nicht mehr gut. Das heißt, ich muss auch dann reagieren. Weil sonst ist die Analyse umsonst. Was schreibt die Norm noch genau? Sie schreibt, einmal im Jahr müssen folgende Parameter auf den verschiedenen Kreisen überprüft werden. Da sind wir jetzt hier, haben wir die Parameter, die wir davor gesehen haben hier. Aspetto, also Erscheinung, pH-Wert, Härte, Chloride und elektrische Leitfähigkeit. Die haben wir jetzt hier auch. Was noch hinzukommt, ist die Conditionante Chimico, also der Wirkstoff oder der Heizungsschutz, den ich natürlich auch kontrollieren muss. Und dann steht hier, C steht hier für Kreislauf. Das heißt, auf der Heizung oder Kühlkreislauf muss ich das Aussehen kontrollieren am Kreis, den pH-Wert kontrollieren am Kreis einmal im Jahr. Die Härte auf der Nachspeisung und im Kreis, die elektrische Leitfähigkeit im Kreis und auf der Nachspeisung, den Heizungsschutz im Kreis natürlich und wenn ein Glykol vorhanden ist, dann muss ich den auch im Kreis nachmessen. Zum Beispiel Tiefgaragenrampe mit Glykolmischung drin. Im Heizungskreis, könnte ja vorkommen. Solar muss ich schauen im Kreis, denn wie schaut es aus, also wie ist die Farbe, wie schaut das Wasser aus, der pH-Wert, Glykol messen, das trifft sich hier zusammen. Dann, was muss ich beim sanitären Warmwasser machen, immer einmal im Jahr, schreibt die Norm. Wie es ausschaut, ist durchsichtig, wie ist der pH-Wert, wie ist die Härte, elektrische Leitfähigkeit, wie viel funktioniert die Wirkstoffdosierung noch? Das sind die jährlichen Parameter zu überprüfen. Oder wenn ich irgendeine Wartungsarbeit mache oder eine Nachspeisung, dann müsste ich die Werte kontrollieren. Wenn ich jetzt hier sehe, da irgendein Wert ist mir da draußen, dann müsste ich noch zusätzlich weitere Kontrollen durchführen. Das heißt, in Kontrolle. Kontrolle in caso di spezifische Problematik. Wenn ich jetzt sehe, dass das Wasser nicht mehr klar ist, sondern schon leicht bräunlich, dann gehen wir schauen, ist da jetzt Eisen drin? Wahrscheinlich schon. Oder ist es Aluminium oder ist es Kupfer? Dann mache ich zusätzlich diese Analysen. Und dann kann ich die Ergebnisse natürlich wäre wieder super, wenn ich sie irgendwo aufschreibe. Und dann muss ich natürlich wieder reagieren. Entweder muss ich eine Spülung machen oder ich muss einen Filter einbauen, wenn keiner ist. Oder ich muss, muss mal schauen dann. Wie kann man solche Kontrollen durchführen? Da gibt es entweder, wie ich gesagt habe, die kolorimetrischen, also Farbumschläge, Sets. Das heißt, hier kann ich jetzt, pH-Wert sollte man nicht so messen, aber Chloride, Eisen, Aluminium, Alkalinität, Härte, kann ich alles mit so Tropfen machen. Entschuldigung. Oder ich kann die Analyse über ein elektronisches Gerät machen, pH-Wert und jetzt ein Photometer zum Beispiel, das ist jetzt mein persönlicher Photometer, den benutze ich. Und dann kann auch zum Beispiel auch, man kann auch eine Analyse machen lassen. Wie könnte so eine Analyse ausschauen? Funktioniert das? Moment, schalte ich kurz um. So. Eine Analyse könnte so ausschauen, dass ich hier eben sehe, wie schaut das Wasser aus. Zum Beispiel, er gibt mir eine Probe und ich mache dann die Analyse und sage, ja, das Wasser ist durchsichtig, ein normaler Geruch, hat keine Farbe, die Leitfähigkeit ist 100 Mikrosiemens, ne? pH-Wert 7,9, Härte ist 44 Milligramm CO3, also Calciumcarbonat, das wären 4,4 Härtegrade am Kreis. Die Alkalinität ist so und so weiter, Eisen ist 0,1 und dann rechne ich die Indexes aus und sage euch dann auch schon dazu,
ich oder wer auch immer das macht, der macht ja eine Auswertung, der macht ja nicht nur die Analyse, sondern sagt euch auch, Achtung, tendenziell ist das Wasser aggressiv oder molto aggressiver in diesem Fall, aber die Chloride und Sulfate geben hier keine Probleme. Wir sehen auch hier die 200 Milligramm, die oft die Hersteller angeben, sind hier bei weitem unterschritten. Das heißt, ich brauche hier nicht demineralisieren, sondern enthärten wäre genug. Und dann gebe ich in meinem Fall gebe ich dann eine Empfehlung ab, was jetzt hier zu machen ist. So könnte das zum Beispiel ausschauen. Jetzt schalte ich wieder um. Moment, wo ist das jetzt? Da. Genau. Dann gibt es in der Norm noch das Kapitel 9 und dort geht es um Hinweise und Vorgaben. Das Kapitel verstehe ich nicht ganz, aber ja, ist halt so drin. Da steht drin, notwendige Infos für eine Planung, Installation von Anlagen müssen sein. Ich muss wissen, welchen Anlagentyp, das heißt Niedertemperatur, Durchflussleistungen, Druck und so weiter. Aber das, meine, das weiß der Planer sowieso, das brauche ich nicht in der Norm reinschreiben. Aber sie haben es halt reingeschrieben, ich brauche eine Wasseranalyse, das ist schon nicht interessant. Ich muss wissen, wie ist die Anlage im Moment, in welchem Zustand, gibt es Probleme mit Korrosionen, welche Materialien sind vorhanden und so weiter. Wenn ich diese Daten habe, dann kann ich als Planer eine gute Wasseraufbereitung für meine neue Anlage oder für meine Renovierung planen. Dann ist noch in der Norm beschrieben, was muss der Lieferant machen, also PWD in meinem Fall. Ich muss sicherstellen, dass ich alle notwendigen Daten habe, wenn ich ein Angebot mache. Ich muss die Angebote laut dieser Norm ausführen und ich muss Installationshinweise geben. Und ich muss Wasserparameter wie in der Norm überprüfen. Also das wäre so in der Norm festgesetzt. Jetzt kommen wir schon langsam zum Schluss. Und da würde ich sagen, zusammenfassend kann man sagen, meiner Ansicht nach ist die neue Norm also sehr gut gelungen. Man hat einen sehr großen informativen Teil. Das heißt, es ist ein kleines Nachschlagewerk für Planer, aber auch für Installateure und Servicetechniker. Viele technische Beschreibungen, auch detailliertere oder man kriegt auch mal einen Ansporn, sagt man Alkalinität, das ist Alkalinität, ist dort beschrieben, aber man kann es ja dann noch weiter recherchieren. Und einige Beschreibungen, wie man Anlagen spült. Und es gibt dann eben effektiv ganz konkrete Anweisungen, wie muss eine Anlage ausgeführt werden und welche Parameter muss ich kontrollieren und überprüfen. Das heißt, von mir aus gesehen, ein sehr gelungenes Normenwerk, dass ich stark empfehle, sich zu richten. Und kurz noch ein Blick über den Tellerrand, weil das in Südtirol auch natürlich sehr stark immer polarisiert. Italienische Norm, ja, ist gut, aber es gibt auch die VDI in Deutschland und so weiter. Da muss man prinzipiell sagen, dass das Thema Wasseraufbereitung nicht harmonisiert ist in Europa. Das heißt, es gibt Unterschiede in der Ansichtsweise, wie man die Sachen behandelt und wie man sie löst. Der Markt für die unterschiedlichen Produkte ist in verschiedenen Ländern unterschiedlich und es gibt keine gemeinsame Linie im Moment. Die italienische Sichtweite, wie wir sie heute jetzt gesehen haben, eben in der Norm, die ist auch in England, Frankreich, Spanien und anderen Ländern der EU gleich. Deutschland, Österreich sehen es ein bisschen anders. Nicht? Das wissen wir ja, die VDI 2035 wird sie auch können. Da ist ein bisschen anders. Es ist nicht total anders, ein bisschen anders ist es. Was wichtig ist, das Ziel ist immer dasselbe, die Anlage schützen und Effizienz erhalten. Also das ist das Normenziel für die Hausinstallation. Also so viel kurz zum europäischen Kontext. Dann wollte ich das noch kurz sagen. Super Bonus 110%, spricht jeder im Moment drüber. Da ist eine relativ neue Mitteilung von der Aqua Italia. Das wäre sozusagen die Vereinigung der Wasseraufbereiter in Italien. Und die hat hier mitgeteilt, dass alle Wasseraufbereitungsanlagen, welche in der Norm vorgeschrieben sind oder vorgesehen, auch zu 110% abgeschrieben können werden. Heute können sie ja schon mit 60, 65 oder 50% abgeschrieben werden. Aber nur
a condizioni che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi previsti. Das heißt, ich muss mindestens einen vorgesehenen Punkt der Superbonus-Anforderungen erfüllen. Das heißt zum Beispiel, ich muss zwei Klassen, Energieklassen hochkommen, wenn ich eine Therme tausche. Dann kann ich den Enthärter jetzt in einfachen Worten dazu mit den 110% abschreiben. So, das wollte ich noch dazu sagen. Und dann ist noch mein Schlusswort. Wasser ist nicht alles, aber ohne Wasser ist alles nichts. Lorenz, danke für die sehr ausführliche Präsentation. Fragen sind in der Zwischenzeit keine eingetroffen, aber ich würde mal sagen, wir lassen jetzt einen Zeitraum, dass die Teilnehmer ihre Fragen stellen können. Und ich bin mir sicher, die eine oder andere Frage wird sicher kommen. Die Norm, wer sie sich anladen will, der gibt es auf der Uni-Seite, der kostet ca. 50 Euro, glaube ich. Also ist nicht unbezahlbar. Und die empfiehlt sich schon, weil sie ist echt interessant. Okay, also da ist eine Frage reingekommen und zwar steht da, ich habe eine Frage über Ethylenglycol. Ich sehe am Punkt 6426, dass ich das nicht mehr verwenden kann. Ist das richtig? Das stimmt, ja. Das Ethylenglycol effektiv darf das nicht mehr verwendet werden? Nur mehr Propylenisches. Okay. Weil das Propylen ist sozusagen biologisch, das hängt mit der Abbaubarkeit von Glykol ab, oder? Nein, aber das Ethylenische ist ja giftig, ne? Giftig, okay, wegen Lebensmitteln und so weiter, wenn es im Wasser reinkommt. Genau, Wasser, wenn jetzt der Boiler ein Loch hat, nicht, und das Ethylenische Glykol jetzt, wenn man noch einen Boiler installiert natürlich, ins Wasser kommt, nachher kann die sozusagen jemand da vergiften. Unter Anführungszeichen. Also es geht, glaube ich, vorwiegend um das. Antigelo, Glicoli atossici passivati, Glicole propylenico, Glicoli superiori, Glycerina steht da. Und Prospetto 6 in der Norm, was da jetzt auch sagt. Sieht man das? Ja, man sieht schon. Man liest nicht ganz leicht, aber auf jeden Fall steht Antigelo und dann steht Glicole atossici passivati. Das heißt, es muss auf jeden Fall propylenisch sein und Passivator ist das, was ich gesagt habe, wegen pH-Wert. Das heißt, es muss ja ein pH-Wert-Stabilisator drin haben. Laut Norm. Bisher war es ja auch so, dass man eigentlich das Ethylenglycol hauptsächlich, sagen wir mal, für eine Rampenheizung eingesetzt hat oder für andere Tätigkeiten, was nicht in Kontakt mit Trinkwasser sind, weil bei den Solaranlagen, da braucht nur der Wärmetauscher innerhalb des Boilers ein Loch haben, dann hat man es. Also es war eigentlich da in Südtirol, soweit ich mitbekommen habe, eigentlich schon so, dass die Leute alle Propylenglykol. Ja, aber Achtung, ethylenische Glykol auf der Heizung geht auch nicht gut, weil haben die keinen Korrosionsschutz dran. Ja, okay, das muss man dann. Nicht, laut Norm ist jetzt ein Korrosionsschutz drin. Genau. Haben. Zusätzlich. Ethylenisch auch wieder nicht gut. Aber haben explizit auf dem Ethylenischen, auf die Heizung, da muss ich schauen. Da müssen wir den Fall genau nachlesen. Ob es für Seil überhaupt noch zugelassen ist. Nein, da geht doch schon. Nein, das ist nicht zugelassen. Nicht zugelassen. Haben Sie im Prinzip, wurde das Ethylenglykol komplett gestrichen, kurz gesagt. Genau. Wird es in der Zukunft verschwinden? Genau, ja, weil das Prospetto 6 ist unter die Anlagen Heizung und Kühlung, Marcel. Das heißt, heim steht drin Atossica und im gleichen Punkt gibt es Prospetto 8, heim geht es um die Solaranlage, heim steht wieder Antigelo, Glicoli, Atossici, Propylenico und so weiter. Also es ist zweimal vorhanden, einmal für die Heizung und einmal für den Solarkreislauf. Das heißt, das Ethylenische laut Norm nicht vorgeschrieben, weder noch. Okay, super. Dankeschön. Jetzt warten wir noch ein bisschen, ob noch irgendjemand eine Frage hat. Man muss schon sagen, die Präsentation war so ausführlich, dass eigentlich, wenn man sie sich durchliest, relativ klar ist, alle Punkte wurden einfach angesprochen. Also das
Jetzt schaue ich da, nein, momentan noch nichts. Aber ich glaube fast, wir können abschließen. Lorenz, wenn du noch etwas sagen möchtest, eventuell, und dann anschließend würde ich dann die Schlussworte und abschließen. Ja, ich bedanke mich noch bei Innerhofer natürlich für die Einladung und bis zum nächsten Mal. Ja, von unserer Seite danke vielmals an BWT für das super Webinar. Danke, dass ihr uns die ganzen Informationen gegeben habt und bei allen Teilnehmern möchten wir uns bedanken, dass so zahlreich waren. Also wir hätten es nicht erwartet eben, weil es ist eben abends nach der Arbeit und die Leute sind auch müde. Aber es hat recht gut funktioniert und in diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Danke vielmals.